Und die sind auch glatt. Ja, meine ist eigentlich noch ganz gut. Militärhelm habe ich auch noch gefunden. Und nochmal eine Box ACP-Muni. Stefan? Hier ist nochmal ACP-Muni für dich. Boah, sehr cool. Ein komplettes Magazin, ein komplettes Pack voll. 60 Schuss. Kannst du das mal ganz kurz auspacken? Was ist denn, wie sehen die Kugeln dafür aus? Ich wollte mal kurz gucken, was das für Kugeln sind. Warte mal eben, ich will bloß mal kurz was gucken. Ah, okay, das wären auch die für meine kleine Pistole, ja. Das sind die Muni, die ich gesucht habe. Das ist also auch die ACP. Ah, also brauchst du die auch, oder wie? Dann kannst du ja nehmen. Okay, warte mal, kann ich mir bloß das eine kleine Magazin voll machen, den Rest kannst du haben? Ja, das kannst du haben. Natürlich, ich habe ja eben schon ein Paket von dir gekriegt. Warte mal, dann snap ich hier mal das Magazin wenigstens voll. Ich weiß nicht, wie viele da reinpassen. Vielleicht so 20. Gucken. Du Herr, bei mir gehen nur 6 oder 8 rein. 13. Aber besser als nix. Soll ich ihn dann wieder nehmen, oder? Ja, kannst nehmen. Ist voll. Hoi. Wo ist mein drittes Magazin für die Block hin? Es ist einfach weg. Das können wir verticken. Na gut. Will jemand einen Militärhelm von euch haben? Ich habe da keinen Platz dafür. So einen, den du hast? Ja, den ich habe. Ach, mir ist jetzt schon so warm. Ey, wenn ich denn die ganze Zeit mit mir rumschleppe, kriege ich eine Krise. Ich bin bei Dingen eigentlich ziemlich zufrieden. Okay, dann behalte ich ihn einfach ein bisschen auf. Ich habe eine sexy Yoga-Leggings gefunden hier in schönem Tigermuster. Oha. Ich weiß nicht, wer der Knasti das dabei hatte. Will jemand ein Stück Käse? Nein, danke. Ich habe hier gerade eben noch ein Magazin gefunden. Und zwar für eine UMP und für eine Block 21. UMP würde ich nehmen. Ja, Block 21 ist ja auch die ich habe. Ach, kacke. Brauchst du die zwei? Also ein volles UMP-Magazin habe ich auch noch, ne? Also, ja, mit Tracer-Muni, die ist nicht gut. Wie, die ist nicht gut? Die macht ordentlich Aura. Nein, macht sie eben nicht. Ja, doch. Oh, gönn mir jetzt noch deinen Fisch. Der ist echt gut. Lass dir schmecken. Mach ich. Bevor es schlecht wird. Oh, ist echt gut. Dammig. Noch ein bisschen Rosmarin dazu. Oh, geil. So, die können wir verticken. Ich muss das hier umbasteln, ey, das geht halt gar nicht. Das ist alles, was ich nicht brauche. Guck mal, die Muni brauche ich. Also ich sehe das so, endlich mal ein bisschen Eiweiß zum Muskelaufbau. Die Muni brauche ich. Die Muni brauche ich, okay. Sieht doch schon mal gut aus, denke ich. Na gut. Habt ihr schon alles andere durchsucht? Also sporadisch, ich war oben noch nicht. Hier hinten auch diese Kästen noch. Na gut. Dann ziehen wir weiter, oder? Ja, hier hinten hatte ich die Magazine gefunden. Ah, okay.
Gott. Gut, der nächste Bagage angerannt. Wo sind die? Ich sehe da gerade nichts. Ich glaube, die ganze Stadt ist ausgerottet. Gehen wir mal gucken, ob der Brunnen noch was hat und. Wollen noch in. Warte das mal, in den Medic laden. Ich würde noch in den Medic laden. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Medizin abgreifen. Zwei Zombies unten drin. Raus. Sind eigentlich zwei unten drin. Aber ich glaube, die haben mich gar nicht für voll genommen. Da werden oben auch noch welche liegen. Ja, weil irgendwie. Kommen die nicht. Mal aufstehen, ne? Na dann, wartet. Hi, oder der ist aufgestanden. Oh, wie der aufgestanden ist. Da kommt er doch schon. Er hat ihn gelegt, wow. Alter, wie er schießen kann. Holy fuck. Das ist halt echt, also Stefan und schießen, ne? Halleluja. Unten liegt definitiv noch einer. Ich guck mal, ob oben noch welche sind. Oben sind noch mal zwei. Drei. Runter. Raus. What the fuck? Fünf Stück in der Pharmazie. Na, ganz toll. Was sind die anderen beiden? Komm runter. Hier, lecker. Happy. Da ist einer. Hey, Dicky da oben, komm runter. Ich hab schon nachts von diesem Fallzischen geträumt. Echt? Jetzt reicht's. Na komm. Nein, gibt's nicht. Eieiei, schön in die Seite. Na, hier oben ist nicht wirklich was. Keine Medizinsachen. Schade. Gehhilfe, liegt hier. Also wenn ihr Faden habt, ich habe sehr viele Nadeln gefunden. Ich kann sehr viele Nähsets basteln für uns. Ich habe ja einen Pfeil. Ja, na her damit. Gerne mal gucken, ob das noch was Wasser hat. Boah, Alter, das ist halt übel, ne? Der Helm ist halt so übel, ne? Warte mal. Das ist halt alles voll hier unten. Shit. Oh Gott, und dem Helm ist es so warm, das gibt gar nicht. So, können wir noch gucken, ob noch Wasser in dem Brunnen ist? Ja, ich merk's auch. Indy, hi. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ist alles okay bei dir? Wenn der jetzt auch leer ist, ey. Ich befürchte es sogar. Hier an der Wand war der. Alle, appa.
Er ist leer. Das ist ein Witz. Ja, wir bräuchten so eine Frischwasserquelle oder so. Naja. So, mal gucken, werden wir schon noch finden. Spätestens der Fluss. Noch nicht, aber irgendwann. Ein bisschen was habe ich auch noch. Ein Bier vor allen Dingen habe ich auch noch. Das verteidige ich auch mit meinem Leben. Okay, dann weiter. Folgt mal einfach der Straße, oder? Oh, Sergeant. Was denn? Das stimmt doch. Gleich gibt es ja Schläge. Ganz ruhig. Es geht gleich Eskalation. Igor, das ist so jinxt immer. Ey. Boah, ist euch auch so warm. Oh ja. Was ist das da hinten? Was ist das? Seht ihr das? Da, hinter den Stromleitungen, da ist irgendwas auf dem Feld da oben. Ich kann es auch nicht erkennen. Auf dem Feld? Also die Häuser da hinten, oder? Bei den Häusern dahinter, da ist das Flugfeld. Ah, man sieht das Flugfeld da hinten. Hinter den Dorf links ist das Flugfeld. Wollen wir querfeld einlaufen oder wollen wir Straße laufen? Hier ein Hochstand da im Wald. Flugfeld? Hinter dem Dorf. Rechts. Müsste das sein. Ich vermute mal, das ist es. So, von mir aus können wir auch gerne Querfeld ein. Und dann? Ist so manchmal gefährlich, weil manchmal kommen die auf den Luftsprung gesichert. Habe ich von Jahren gemerkt. Ja. Aber wir sparen uns ein bisschen Zeit. Dann ist alles etwas ruhiger. Das hört man doch gern. Das klingt doch gut. Ich verliere gerade Gartenbewässerung, ist für den Körper ein bisschen erholsamer. Okay, ja, das klingt gut. Das klingt doch nach einem guten Plan. Hauptsache, dir geht's gut. Rechts unten im Tal sehe ich auch was durch die Bäume schimmern. Da links unten auf der Karte, in der Küste, ist irgendwie ein großer Hafen. Scheint aber irgendwas Militärisches zu sein. Wird's Max geben wahrscheinlich, nehme ich an. Jetzt hätte ich gesagt, lass uns mal da hingucken. Auf dem Rückweg. Aber das wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Und gebe ich heute Miroslav mal ein Bierchen aus und ich bin gespannt, was er so zu erzählen hat. Vor uns ist irgendwas. Straße, oder? Also ein kleines Dorf, ein bisschen aufkommen, oder? Jetzt bei Scam auch Baseball. Jo, du kannst ohne komplett eigene Base bauen, wenn du das willst. Ja, ja. Ah ja, da ja. Sind auf die ersten Häuser. Und je nachdem, wie viel Skill dein Charakter hat, also je weiter du levelst halt, umso mehr, also je mehr Intelligenz dein Charakter sich aneignet, umso mehr kriegst du halt freigeschaltet, umso mehr wird das. Aber momentan miste ich mich eher in Gebäuden ein, die halt da sind. Boah, die Wärme. Puh, ich muss mal geistig mich irgendwie hinhocken. Boah, die Wärme ist ungeil.
war mal eine Weile in Schweden oben stationiert. Da war es schön. Nicht zu warm, aber warm. Im Winter gut, war es ein bisschen kalt, gebe ich zu. Aber ansonsten? Schweden, ne? Schöne Ecke. Okay, weiter geht's. Wie ist das mit Gegnern? Hingeliefert. Normale NPC-Gegner, Banditen, das kommt noch. Es soll dann auch so richtige... Der hat Angst vor irgendwie Bären und so. Okay. Es soll noch so NPC-Konvois auch geben. Es soll noch Quest-NPCs geben. Das kommt noch. Das Spiel ist noch lange nicht fertig. Es gibt auch noch Mechs. Also die ganzen Militärposten werden von großen Mechs bewacht. Die sind halt echt übel. Also mit denen legst du dich nicht an. Wenn's geht nicht. Also das ist mega cool. Also wenn du Bock drauf hast auf sowas, Indy. Du legst dir einen kleinen Charakter, eine kleine Geschichte und machst einfach mit uns. Das fände ich toll. Würde ich mich freuen, dich mit dem Charakter hier zu treffen. Und zusammen ein bisschen zu survivalen und zu überleben. Da ist das Dorf. Dahinter irgendwo muss der Flughafen sein. Und links ist ein Hochstand. Hochstand? Ach, hier oben. Hat mal ein bisschen Ausstau. Na, tu das. Siehst du irgendwas in dem Dorf? Diese Haare, diese Haarback, Alter. Also sowas wie dieser Konvois, das kommt noch. Soll noch NPC-Konvois kommen, Gegner-Fraktionen und alles. Also, dass das Survival-Spiel soll irgendwann so weit werden, dass du es theoretisch easy, richtig geil im Singleplayer spielen kannst. Auto? Dahin wollen sie eigentlich. Hier vorne auch. Ein fahrbares Auto? Ich wäre hellhörig. Hier stehen überall kaputte Autos. Ah ja. So. Sehen wir ein bisschen gefährlicher aus. Dann passt das schon. Igor, komm! Ich höre schon wieder einen Zombie. Ich glaube rechts vor uns im Gebüsch. Siehst du ihn, Stefan? Okay. Das Spiel ist sehr interessant. Das Spiel, also Scum ist mittlerweile das, was DayZ mal werden wollte. Und Scum geht noch weiter. Also Scum wird noch viel, viel krasser werden. Die Entwickler arbeiten auch extremst mit den Spielern zusammen. Gerade sind Flugzeuge erst nochmal raus, weil da gab es wohl ein Problem, haben die Spieler gesagt. Ist der Flughafen nicht irgendwo da hinten sein? Deine Stromleitung? Nee, der ist hier geradeaus durch das Dorf dahinter irgendwo. Da rechts hinten bei den Stromleitungen, da ist irgendwo der Hafen, der Militärhafen. Ist da rechts was angebaut in dem Haus da? In dem Hinterhof? Das wirkt von hier so. Hier ist aber auch ganz nice. Das wirkte von hier aus so. Ich gehe erstmal kurz in die Garage gucken. Ich muss Garagen kontrollieren. Ich brauche Reifen. Oder ganze Autos. Ha! Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es sind zwei Reifen dran. Ich bräuchte nur zwei Reifen. Oh mein Gott. Ja, müssen wir uns merken. Sonst müssen wir nochmal fix damit Motorrad hindüsen. Und die irgendwie abschrauben, die Dinger. Ah, okay. Gut zu wissen. Wie war es eigentlich mit Mikrolautstärke? Ja, das Mikro war gut. Mikro war sehr gut, Marco. Okay, das müssen wir uns merken. Der ist echt gut. Da hätten wir die zwei Reifen. Wenn der Leica bei uns, der hat ja... Der braucht bloß noch zwei Reifen, dann läuft er ja. Und eine Batterie. Zum Starten kurz. Tatsächlich, ich habe eine Autobatterie schon gesammelt. Mal gefunden. Aber man bräuchte ja, glaube ich, bloß... Obwohl, ich glaube, der hat gar keine Batterie mehr gehabt. Keine Autobatterie, ne? Schön, wenn der eine hat, kann man sie einfach aufladen mit dem Handy-Akku oder so. Dann geht das ja. Naja, aber wie gesagt, ich habe eine Batterie auch. Also okay, das ist okay. Natürlich gut. Mit 4 oder 5 Einheiten, der Meinung. Da oben ist eine Kirche. Die Kirche könnte natürlich wieder einen Brunnen haben, ne?
Könnte sein, ja. Nehmt die Reifen mit, können wir nicht. Wir können die gerade nicht abmachen. Wir haben kein nichts, ums Auto hochzubocken. Und ja, können wir gerade nicht abmachen. Dafür müssen wir das Auto erstmal hochbocken. Aber das Mikro war sehr, sehr gut, Marco. War echt, echt gut. Und ich hatte mal gut gehört und alles drum und dran. Mal gucken, vielleicht finden wir noch mehr Brunnen. Ich glaube, der einzige Brunnen, den wir hier finden werden, ist der oben. Aber hier finde ich es eigentlich auch ganz schön. Auto eigentlich noch? Zwei Reifen und eine Batterie wahrscheinlich. Aber wenn Stefan sagt, er hat eine, hier in dem Auto wären zwei Reifen. Können wir die mitnehmen oder? Geht nicht, wir müssen das Auto hochbocken dafür, um die abzumachen. Ja, Anhieb habe ich aber auch schon. Wollen wir mal noch kurz hochgehen und gucken? Wegen was da? Ja. Da drüben das Haus ist doch der Flughafen, oder nicht? Hätte ich jetzt mal vermutet. Da rechts hinten. Das soll ein Flughafen sein? Oh Gott. Na dahinter, ich würde sagen, das Haus ist bloß das Flughafengebäude halt. Taufbecken oder Weihbecken. Nein, draußen im Hof gibt's einen. Mit Glück. So, jetzt drücken wir mal kurz die Daumen, dass es hier Wasser gibt. Aber hier die Gegend finde ich an sich eigentlich auch echt schön. Ja, da ist der Flughafen. Oh, fliegende Steine. Hui. Puh. Das ist doch noch weiter weg als... Ja, leider. Aber man kann schön weit gucken. Ja, das ist der Flughafen. Haben die irgendeinen... Ist da irgendein Funkmast? Oh ja. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir da sind. Ich sehe von hier aus schon mal keinen Funkmast. Schade. Also ich habe das mal so sporadisch angeguckt, aber es sieht jetzt nicht so vielversprechend aus da hinten. Nein, aber angucken tue ich es mir trotzdem. Damit ich die Option ausgeschlossen habe. Lieb. Was ist das hier? Seht ihr irgendwo einen Brunnen? Ich guck mal hier. Keiner? Keiner? Scheiße. Zu viel dazu. Das ist ein bisschen enttäuschend. Vielleicht gibt's ja noch ein Taufbecken. Ja, nee, gut. Dann nicht. Nicht schlecht. Hier liegen jetzt... Oh, der war knapp. Irgendwann, ne? Irgendwann. Irgendwann krieg ich einen Headshot. Ich glaube nicht. Nein, kein Weihwasser mehr da. Ist da oben irgendwas? War hier irgendwas, Igor? Kerzen. Oh, Kerzen? Würde ich mitnehmen. Ja, hinter dir liegen zwei. Ich weiß nicht, ob ich da hoch will. Die Treppe sieht nicht so gut aus. Ah, lass mich mal. Oh mein Gott! Bitte was? Wie groß ist denn der? Ach du Scheiße. Fuck. So, scheiße, das ist ja hier ist ja Dings.
Ja, alles gut. Hallo. Stefan, ich habe ein Geschenk für dich. Stefan? Oha. Was ist den Ja. haben? Ein schöner Kompositbogen. Der sieht schon nice aus. Der ist auch noch top. Uiuiui. Der lag oben am Kirchenturm. Eieiei. Willst du den haben? Damit schießt du falls sogar noch Den besser. Boden. Ja, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall getestet. Dann ist Legolas ein Scheiß dagegen. Ja, aber Schauen wir mal. hier Elefanten töten. Wenn der Brunnen einen eigenen Namen bei denen hat. Da oben lag auch noch eine kleine Pistole. Ist das ein schlechtes Zeichen, wenn in der Kirche im Turm eine Pistole liegt? Ist ein anderer Gottesdienst dann. Ganz kurz, ich weiß nicht warum, aber ich schaff's irgendwie nicht, meine Sachen von der Waagerechten in die Senkrechte zu kriegen. Ja, das Problem kenne ich. Warte, ich muss kurz noch wegschreiben. Hat da eine Idee, wie das geht? Im Gute RP Frage. weiß ich gerade nicht, wie ich das sagen soll. Im RP weiß ich gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe es jetzt mal geschrieben. Ich habe es dir Ja, mal was denn auf. wofür? Ich habe es dir mal aufgeschrieben. Ja, wo? Auf dem Zettel hier stecke ich dir mal in die Tasche. Musst du mal. Ah, okay. Schwierig wissen, dass wir mehr RP machen. Jetzt muss ich da nochmal nachgucken. Habe ich jetzt Scheiße erzählt? Nee, habe ich nicht. Alles gut. Ich habe nicht Scheiße erzählt. Alles gut. Ging's? Hey, ganz ruhig. Schön, dass er erstmal einen Zettel rausholt, um das dann auch zu lesen, quasi. Ich glaube, ich bin Analphabet. Also, ich kann es dir halt nur schreiben. Erzählen ist halt schwierig. Ja, dann ist es halt so. Scheiße! Aber vielleicht geht's dann eh, ja? Da spinnst du ja bei ihm rum. Stefan, da muss ein bisschen mehr Tetris spielen. So, gut, dann haben wir jetzt hier nichts weiter. Ha, Dann, ich hab's geschafft. sehr schön. Dann würde ich sagen, jetzt Flughafen. Wie sieht's mit der Sonne aus? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Oh, scheiße, an den Wolken, ja toll. Ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. Ich glaube, es ist noch ein bisschen Zeit. Warte mal. Da wird gearbeitet. Mitten in der, also Mensch, hier Mitten in gewerkschaftliche der Sonne. Mittagspause. Oh, mir ist überhaupt nicht warm, ey. Der Flughafen sieht aber echt nicht so vielversprechend aus, muss ich mal Nein, sagen. da wird es anscheinend auch keinen Funkturm geben, aber ich gehe trotzdem mal gucken. Vielleicht gibt es da eine Elektronik drinne. Ich schau mal. Irgendwie müssen die auch ein Funkgerät haben. Ja, eigentlich schon, ne? Wäre komisch, wenn Ja. Aber gut, mal gucken. Das ist der Vorteil. Durch die Show wird das alles trotzdem immer noch mit Strom be beliefert.
Ja, im Endeffekt muss Shiba dann wahrscheinlich zum großen Flughafen oder halt zu dem Funktower oberhalb des Flughafens. Hast du gesagt? Das ist, glaube ich, sehr gewöhnungsbedürftig im ersten Moment, mit dem neuen Scope zu arbeiten. Okay, aber der ist bestimmt besser, aber oder? Ist der alte? Ja, bestimmt. Ich suche gerade nach dem Opfer. Oh Gott. Wir werden am Flughafen bestimmt ein paar finden. Ich denke auch. Ja? Weil angenommen, wir finden jetzt den geilsten Funkenmast auf dieser Halbinsel. Was ist dann? So richtig, ey, das ist der Premium-Funkmast. Okay. Was käme dann danach eigentlich? Also theoretisch, ne? Vielleicht hinter diesem Hügel könnte er stehen. Das sage ich dir, wenn wir einen gefunden haben. Dann weihe ich euch weiter ein, wie es weitergeht. Können. Wenn ich euch das jetzt schon sage, dann springt ihr jetzt schon ab und helft mir nicht mal, den Funkmast zu finden. Wieso? So schlimm? Reden wir. Das ist wie so ein Gespräch, wo wir Alkohol für brauchen. Ein Bier habe ich noch. So. Ja, gut. Ja, genau. Das sieht nicht so funkmastig aus. Irgendwas müssen wir auch haben. Ich durchsuche gleich mal die Häuser. Irgendwo muss ja eine Funkstation sein. Aber wenn sie keinen Funkmast haben... Oder machen die das mit Rauchzeichen oder so. Ich habe eine Leuchtfackel. Vielleicht muss man hier tanzen oder vom Flugzeug. Jetzt haben sie doch bestimmt Zombies gefunden, ne? Und Notverband, den nehme ich. Problem ist, ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Also Notverband nehme ich definitiv mit. Schraubenzieher wäre halt auch eigentlich echt gut, ne? Ich guck mal erstmal hier durch. Eine Brechstange. Fuck, das wäre auch gut. Wie groß ist denn die? Trink erstmal den Kaffee aus. Was? Wo? Hinter mir. Das klingt, als hätten die Spaß da drüben. Ich habe es zu spät gesehen. Der lag dahinter so im Regal. Ah, zum Glück hat mich gerade ein bisschen gekratzt. Das geht noch. Gibt's hier irgendwas? Ich habe einen Fallschirm. Toll. Hier ist noch eine Fliegerjacke. Oh shit, ist ja groß, Alter. Oh, verstärktes Schloss. Nice, ich habe ein verstärktes Schloss. Ah, nice, ich habe ein Schloss gefunden. Sehr gut, na immerhin. So ein fertiges, rundes, oder? Verstärktes Schloss, ja. Jetzt kann ich mein Haus abschließen.
Na, immerhin. Wenigstens sowas. Aber hier sieht nichts nach Funk-Zeugs aus. Hier sind richtige Kampfstiefel, falls jemand von euch was braucht, liegen da vorne. Lol. Da war noch eins. Zwei verstärkte Schlösser, die sind sogar ein bisschen besser als die einfachen. Geil. Nein, keine Chance, das geht auch nicht mehr. Mein Telefon ist tot, das haben die abgeschalten. Der PC. Nein, keine Chance. Absolut keine Chance, hier ist das Funkgerät. Okay, mal gucken. Nein, das geht auch nicht. Will alles nicht. Egal wie ich es drücke. Hier kriege ich kein Signal. Keine Chance. Nein. Schade, weil ich glaub, das geht auch nicht. Keine Antenne gesehen, ne? Nein. War da vielleicht der Hebel? Nein, keine Chance. Das Ding ist tot. Habt ihr was gefunden? Ja, jetzt war ein Funkgerät, aber. Das Ding ist tot. Anscheinend. Nein. Das geht alles nicht mehr. Kannst du von dir was gebrauchen? Nein. Ich habe zwei verstärkte Schlösser gefunden. Also mein Haus kann ich abschließen und wenn ich ein Auto finde, kann ich so abschließen. Ansonsten. Leider gibt es hier kein Funksignal. Ich habe die Steinachsmar hier liegen lassen. Nein, die kann ich mir eh noch bauen. Dafür haben wir einen Fallschirm, das ist auch schon mal was. Hast du noch angekriegt oder im Rucksack? Ja, dafür ist meine Steinachse jetzt hier geblieben. Ah, ja, okay, die kannst du neu bauen, ne? Scheiße. Also hier ist leider nichts, Ari. Was, Ari? Was ist Ari? Hast du gerade Ari gesagt? Nein. Okay, habe ich mich verhört. Nein, hier ist nichts. Das Funkgerät hier ist tot. Auch keine Bauteile oder so? Nein. Leider nicht. Muss ich essen. Das heißt, also, das eigentlich der ursprüngliche Plan, den wir geschmiedet hatten, war ja das Airfield. Da würde es, also da gibt es definitiv noch was. Darauf haben sich meine Leute auch eingestellt. Eine andere Möglichkeit wäre halt auch gut, aber es war eine Chance. Das war mit dem großen Radioturm. Welcher Radioturm? Von dem ich dir erzählt hatte. Der oberhalb vom Flughafen? Ja, von dem Großen da. Ja, das heißt so oder so Flughafen. Ja, das heißt aber nicht quasi auf den Flughafen, wo Sachen rumlaufen. Ja, mal gucken. Tja, tut mir leid, Jungs. Das war schon mal ein Griff ins Klo. War aber der Versuch wert. Schon so wert. Jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal an der Küste wieder nach Norden laufen? Oder wie denkt ihr? Wie spät ist es denn? Gibt's eine Uhr? Kann ich schlecht einschätzen. Die Sonne ist noch oben. Warte, ich hab eine Uhr. Ich hab eine Uhr. Ich meine, mein Rucksack ist voll. Ich müsste halt auch verkaufen oder so. Also, das ist auch voll. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Verkauf den. 14:15 ist es jetzt. Also, wir haben noch Zeit. Wir müssen aber noch den Weg zurücklatschen, ne? Oh ja.
Und im Dunkeln ist immer mega Ja. ätzend. Dann lasst uns jetzt lieber erstmal zurücklaufen. Wir haben eine neue Ecke erkundet. Und dann Und dann gucken wir, auf was die Nacht Hamburg. bringt und was der Tag bringt. Ja, hört ihr da mal ein Dann latsch mal einfach So, links an der Küste entlang. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir looten könnten. Das heißt, wir könnten nur hier gleich jetzt querfeld geradeaus denken. einlatschen eigentlich. Zur Not. Aber jetzt nicht durch den großen Hafen durch, ne? Nein, nein, Weil das ist oberhalb. nicht. Okay. Das ist ein Militärhafen, glaube ich. Da gibt's Max. Da will ich jetzt nicht rein. Dafür sind wir nicht ausgerüstet. Nein, ich bin gleich. Die Frage ist, wann sind wir für sowas ausgerüstet? Die schießen wir doch mal rauf. Tja, wenn wir genug Muni haben. Jeder hat mindestens zwei großkalibrige Waffen. Vielleicht und Rüstung. Ach, Gestrüpp. Na dann. Auf geht's. Je größer die Waffen für die Mechs sind, umso besser. Panzerfäuste wären gut. Ach, ist ja vielleicht ein bisschen viel verlangt. Haben die welche? Wer hat die Mechs? Ja. Was denkst du denn? Also das Da neue. hilft mir aber auch die beste Rüstung nichts. Also, ich weiß es nicht. Es gab ein paar Pläne. Ob die es reingeschafft haben, weiß ich nicht. Die neuesten Pläne, die ich mitbekommen habe, waren ein Mega-Mech mit einer Railgun auf dem Kopf. Den möchte ich bitte nicht begegnen. So oder so nicht. Ah, mal gucken. Ich befürchte, wir werden ihm begegnen, früher oder später. Großartig. Hab ich auch schon gedacht. Wieso bin ich jetzt bei 100% Ausdauer die ganze Zeit? Wie hab ich denn das hingekriegt? Aber ich mich hingesetzt habe, ne? Oh, was ist denn hier oben? Ist hier oben was? Ich gehe mal gucken. Hier ist eine Gartenhake. Und Ammo. Ist die lange und schlagkräftig? Ja, warum? Muss mal hochkommen. Muss dir mal angucken. Aber Baseballschläger macht sie mir lang. Dann komm mal hoch, guckst du dir mal an. Müsste in der ersten Kiste hier gewesen sein gerade. Links.